Servus, Freunde des Angelsports. Der Marc von Big Bites hier. Ja, herzlich willkommen in 2022 und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet ein paar angenehme Festtage, eine ruhige Zeit, seid gut über den Jahreswechsel gekommen. Und ich hoffe, dass ihr in diesem Jahr ganz, ganz viele dicke Fische fangen werdet. Ne? Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns allen, da hoffe ich natürlich auch drauf. So, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr für euch wieder etwas aktiver im Zuge der Videoproduktion zu werden. Derjenige, der den Kanal hier bei Big Bites abonniert hat, der hat gemerkt, da im letzten Jahr waren zwar zwei, drei Videos wurden hochgeladen, aber nicht so regelmäßig wie davor. Das wollen wir jetzt wieder ein bisschen ändern. Ich hoffe, für euch viel neuen Content erstellen zu können und der euch natürlich auch Spaß macht, was ihr auch dann gerne guckt, hoffe ich. Und damit fangen wir direkt jetzt an. Also das Jahr ist noch keine Woche alt und es hat sich schon einiges getan. Der aufmerksame Instagram-User oder auch Big Bites Instagram-Follower wird schon etwas gesehen haben. Ich hatte es heute gestern Abend in meiner Story. Ich hatte es auf unserem Kanal gepostet. Es gibt etwas Neues. Und zwar Mark Goes Moby. Ja, nach fast 3 Jahren bei Advanced Fishing habe ich mich dazu entschlossen, das Team zu wechseln. Und freue mich jetzt wirklich richtig, ein neues Mitglied und Teil der Moby-Familie zu sein. Das ist schon ziemlich geil. Die Jungs sind echt, echt cool drauf. Und für diejenigen, die überhaupt noch gar nicht wissen, was Moby eigentlich ist, ganz kurze Erklärung. Moby, das sind die Jungs, die hier in Deutschland Köder produzieren. Und zwar non-toxic Köder, also komplett ungiftige Köder, ohne chemische oder giftige Weichmacher. Die benutzen also nur einen Weichmacher, der auch in der Medizintechnik bzw. auch für Babyprodukte benutzt werden kann. Die Dinger sind also absolut umweltverträglich. Und das Geile ist, die Teile sind auch unkaputtbar. Ich blende euch auch gleich mal eben hier unten die Webseite ein. Guckt euch auf jeden Fall mal an oder um auf der Moby-Webseite. Da gibt es jede Menge zu entdecken. Ich war gestern vor Ort und ihr habt es gesehen, das Bild, was im Chat war. Ich glaube, genau, ich nehme das auch als Thumbnail hier bei YouTube. Habt ihr gesehen, ich stehe mit zwei der drei Moby-Brüder vor der großen Köderwand. Also das heißt, im Hintergrund sind die ganzen Boxen mit Ködern. Und die Jungs haben mich gestern dann erstmal ausgestattet. Das muss ja jetzt auch sein. Wir wollen ja jetzt auch mit den Ködern versuchen, ganz viele dicke Fische zu fangen. Und vielleicht kann man so ein bisschen sehen, hier auf meinem Tisch vor mir liegt alles voll. Ich habe hier paketeweise die Sachen mitbekommen. Und das gucken wir uns gleich mal an. Ich weiß gar nicht, hier sieht man es. Hier ist eine komplette Box voll, hier sind noch Sachen, das zeige ich euch aber jetzt alles gerade. Für die, die nicht wissen, was Moby ist, genau das soll es nämlich jetzt sein, will ich einmal ganz kurz mit euch durch das Produktprogramm fliegen. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Werde da jetzt auch gar nicht groß rumquatschen, sondern fange jetzt einfach mal an. Ich habe hier so einen ganzen Karton, natürlich, ich habe hier noch eine Kamera, da sieht man es wahrscheinlich schärfer. Einmal die komplette Reihe an Racker-Sheds. Der Racker-Shed, ziemlich geil, ist hier und man sehen, wie man die Kamera hält. Ich halte ihn jetzt mal hier in die Kamera. Ja, so, ist hinten so eingezackt. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. In der Größe, das ist der, jetzt muss ich spicken, 7 cm Racker-Shed, denke ich, wird das ziemlich geil auf Barsch funktionieren, wenn man den entweder an einem kleinen Jig anbietet oder aber an einem System, sei es Carolina, sei es Texas. Ich habe hier so eine komplette Setbox bekommen mit allen gängigen Farben. Ich hoffe, ihr könnt das gerade sehen. Und ich habe natürlich nicht nur die kleinen, denn die Racker-Sheds gibt es von 7 cm bis 22 cm. Dann gucken wir einmal rein. Haben wir hier in 10 cm. Dann geht das weiter auf
Juhu, die ist voll. 12 cm. Geil, oder? Auch eine geile Farbe für Norwegen. Da freue ich mich auch drauf. Übrigens auch eins schon der Highlights für dieses Jahr wird definitiv die Big Bites Norwegen Tour. Da werdet ihr natürlich auch wieder mit dabei sein. Und da kommt genau der hier. Der kommt ins Wasser und ich sage euch, Freunde, der bringt uns Pollack. Ja, das knallt. Oh, der auch geil. Entschuldigung, ich wollte nicht so lange schwätzen. Okay, also ihr seht schon, ganz viele geile Farben hier bei dem 12er Racker oder 12-5er Racker. Dann geht's größer. So langsam kommen wir in die Hechtregion. Haben wir hier den 17er Racker Shad. Hier ein schönes dunkelgrün Glitzer mit weißem Bauch. Alter, der im Polder. Ja, da könnte doch die ein oder andere Mutti draufknallen. Wollen wir mal schauen, werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Also, da seht ihr es auch, ein komplettes Farbspektrum davon haben wir jetzt in den Boxen. Und der letzte Racker-Shad, den ich da habe, das ist dann wirklich der für die Big Mamas. Na, das ist der 22 Meter Racker. Auch da, upsala, poltern sie raus. Ein kleines Farbsortiment, ich zeige euch das hier in der Kamera. So, solltet ihr da sehen können, passt. Genau, so, das war die Racker-Shad-Fraktion. Das ist so der absolute Klassiker bei Mobi. Damit sind die Jungs groß geworden. Das war mit einer der ersten Köder, die sie, glaube ich, gespritzt haben. Wenn ich da jetzt noch Sachen durcheinander werfe, seid mir bitte nicht böse. Aber ich muss mich da natürlich jetzt auch erstmal so ein bisschen reinfuchsen in die Thematik. Ich habe da echt Bock drauf. Und ich glaube auch, dass die Köder richtig gut fangen. Und ich will das jetzt auch gar nicht verschreien. Ich habe euch in den Videos, die ich ja sonst mache, auch immer erzählt. Hier, pass auf, der Köder fängt Zander. Guckt es euch an, ist ein geiles Ding. Bleibe ich auch bei. Um Gottes Willen, sind auch geile Köder. Es gibt 1000 geile Köder auf dem Markt. Sei es jetzt, ob die von, weiß auch immer, von wem die rausgebracht werden, ist eigentlich völlig egal. Da gibt es ganz, ganz viele Fängige und darum soll es auch gar nicht gehen. Mir geht es darum, ich will euch einfach nur zeigen, ich fange jetzt mit diesen Ködern die Fische und ich will euch erklären, wie ich die Fische fange. Und wenn ihr dann Bock habt und sagt, ey klar, geiler Köder, ja, das habe ich auch drauf oder das will ich auch mal nachmachen, ja, dann besorgt ihr euch die Köder. Also darum soll es mir gehen. Gut, jetzt hättet ihr mich fast aus dem Konzept gebracht, aber auch nur fast. Dieser Take ist jetzt übrigens schon fast 10 Minuten lang und komplett noch nicht einmal geschnitten, außer ganz kurz immer diesen Kamerawechsel. Aber gesprochen habe ich jetzt die ganze Zeit durch. Gucken wir uns mal kurz zwei Exoten an, die ich hier mitgenommen habe von Mobi. Und zwar habe ich hier einmal den Doppelgänger. Den hole ich jetzt hier einmal raus. Oh ja, in Pink. Uah, Doppelgänger in Pink. Der Doppelgänger, was ist das? Der Doppelgänger ist ein Wattwurm-Imitat. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da sind also auch von dem Wattwurm diese klassischen, ja, Nüppkes hinten drauf, diese Pünktchen. Der ein oder andere hat ja vielleicht schon mit Wattwürmern geangelt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die wirklich nutzen werde. Ich kann mir aber vorstellen, dass man die tatsächlich auch jiggen könnte. Oder aber vielleicht sogar vertikal angeln könnte. Also so ein bisschen, die haben so einen ganz kleinen Tellerschwanz hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja. Boah. Also falls einer von euch schon mal mit den Ködern geangelt hat, fände ich es geil, wenn er hier unten unter das Video in die Kommentare reinhaut und sagt, ey, alter Marc, pass auf, musst du so und so fischen, funktioniert, oder lass das lieber, weil das funktioniert nicht. Kann ja auch sein, wenn ihr da solche Erfahrungen gemacht habt. Also, okay, also für mich, ich habe solche Köder noch nie geangelt. Da haben wir die komplette Farbcollection des Doppelgängers. Und der nächste Exot, der zweite Exot, den ich euch zeigen will, weiß ich gar nicht, ob ich den schon zeigen darf, weil im Shop ist er, glaube ich, noch gar nicht. Ich mache das jetzt einfach. Also die Otto-Jungs haben mir den ja mitgegeben und wenn ich den nicht zeigen oder fischen dürfte, hätte ich ihn auch nicht. Also ich denke, er kommt jetzt die Tage in den Shop und zwar geil ist es ein Krebsimitat. Ja? Finde ich ziemlich Porno. Finde ich, oder beziehungsweise habe ich lange Zeit, habe ich mich vor diesen Creature Baits gedrückt und auch verweigert. Ich gesagt habe, Alter, nee, komm, du kannst dich auch normal auf Jigs fangen, du kannst dich auf kleine Gummis fangen, so fängst du deine Barsche.
Aber im letzten Jahr, ich habe es wirklich gesehen, ich habe auch selber auf andere Krebsimitate Barsche gefangen, schöne Barsche gefangen. Und ein Kumpel von mir, der hat mich damit richtig nass gemacht. Also wir standen nebeneinander, ich habe gejiggt vom Ufer aus und er hatte diese Krebsimitate und da habe ich ganz schön alt ausgesehen. Da habe ich gedacht, weißt du was? Da musst du jetzt hinterher, das machst du und ja, finde ich geil. Also Mobi hat diese Sachen auch. Ich zeige euch das mal hier so ein kleines Farbspektrum. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ne? Also alle möglichen Farben am Start. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Zeige ich euch dann auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich muss, sagen, ich muss mich auch noch mal erkundigen. Ne? Das müsst ihr mir jetzt gerade mal nachsehen. Ich glaube, vorne in den Scheren ist noch so ein bisschen Luft drin, sodass die wirklich dann auch nach oben treiben. Das wäre natürlich richtig geil. Aber generell ist das Material von Mobi auftreibend. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass der wirklich, wenn der steht, auch die Scheren hebt. Ja? Zeige ich euch aber auf jeden Fall mal, sobald ich am Wasser bin und die Dinger im Einsatz habe, gucken wir uns das an. Und dann sehen wir auch, ob die Teile Barsche bringen oder auch was anderes mit Zähnen. Güdi, ja, wo geht's weiter? Ja, hier, das ist auch was. Das ist tatsächlich was. So eine kleine weiße geheimnisvolle Box. Habe ich reingeschaut. Bin ich auch so ein bisschen überfragt. Also auch da wäre es total geil, wenn ihr mir mal sagen könntet, was ich damit anstellen soll oder wie ich es damit anstellen soll. Ich meine, ich werde natürlich auch mal die Jungs bei Mobi fragen. Die haben sich ja was bei dir gedacht. Und zwar sind das so Tuben. Also ich weiß nicht, mich erinnern die an diese Flying Lure. Gab es früher mal, ich weiß Gott, ich bin ein alter Sack. Als ich noch Kind war, gab es das immer im Fernsehen, Dauerwerbesendung Flying Lures. Die haben damit geworben, dass wenn du den Köder reinschmeißt, der Köder irgendwie rückwärts unter einen Ast taucht oder so. Und ja, also das sind so Tuben, die Mobi hier im Programm hat hinten mit so einem Octopus-Tail dran. Also da muss ich echt gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich die fische. Ich die vielleicht am Dropshot anbiete. Könnte ich mir vorstellen. Also muss ich mich schlau machen. Wenn ihr es wisst, bitte, wäre echt cool. Einfach in die Kommentare. Dann lese ich es mir durch und probiere es natürlich aus. Und dann werde ich es am Wasser, werde ich es auch mal zeigen. Und dann gucken wir. Wie ihr meint, dass man die fischen sollte und ob das dann Fisch bringt. Oder was die Jungs bei Mobi sagen, ob das Fisch bringt. Oder wie das Fisch bringt. Last but not least, der Köder. Ja, auch geil. Oldschool. Also richtig, ich finde es persönlich oldschool. War einer meiner ersten Kunstköder. Erste Kunstköder auf Forelle. Ein klassischer Twister. Ja, darf natürlich im Programm nicht fehlen. Hier so ein komplettes Farbspektrum auch wieder in der Box. Alles dabei, was man so braucht. Habe ich lange nicht mehr gefischt, muss ich wirklich zugeben. Echt lange keinen reinen Twister mehr gefischt. Aber auch das, ja, werde ich mir jetzt nochmal anschauen. Und wer weiß, vielleicht ist da ja denn die ein oder andere Überraschung dabei. So, wow. Ich sage ja, ich habe hier so viel bekommen, das dauert gerade echt ein bisschen. Aber ich hoffe, ihr habt noch Bock, euch das anzuziehen. Und mein Gelaber geht euch nicht zu sehr auf die Nerven. Und wenn, naja, ihr könnt ja jederzeit abschalten oder aber hoffentlich dranbleiben, weil zum Schluss, kleiner Spoiler, gibt es noch ein Gewinnspiel. Ja, heute ist es wieder soweit, Leute, ich habe gute Laune zum Jahresbeginn. Es wird ein Gewinnspiel geben. Und der ein oder andere kann sich vielleicht schon denken, was ihr gewinnen könnt. Naja, vielleicht ein Mobi-Köder oder so oder ein Mobi-Köder-Paket. Ja, schauen wir mal. Weiter im Programm. Geiler Scheiß, da freue ich mich wirklich drauf. Die habe ich auch schon gefischt, bevor ich bei Mobi jetzt als Teamangler eingestiegen bin. Und zwar haben wir hier den V-Tail. Ich zeige euch mal eine Farbe, die ihr gut in der Kamera sehen könnt. V-Tail, geiler Vertikalköder. Ja, klassischer V-Schwanz hinten, schön Action im Wasser, nicht zu viel, aber trotzdem immer noch so richtig schön hinten flexibel. Ich halte das mal hier rein, vielleicht könnt ihr es da erkennen, wenn ich so, ihr seht, meine Hand bewegt sich ganz, ganz leicht, so einen kleinen Zitter, der alte Mann. Aber ihr seht, was hinten das Schwänzchen macht, das geht also richtig ab. Also geil, der auf jeden Fall, den kenne ich schon, läuft gut, das macht Spaß, schöner Vertikalköder, komplette Farbcollection dabei, alles am Start. Dann das nächste Highlight für mich,
wo ich auch schon mal vorher so ein bisschen gespickt habe und ihn ausprobiert habe. Hey, ihr wisst schon, ich stehe halt auf Vertikalangeln, das mache ich wirklich irrsinnig gerne, ist hier der Longshad. Und zwar ist der Longshad auch geil hier, einfach mal in den Pink. Ich nehme jetzt Pink, weil man den so geil in der Kamera sieht. Ja, der Longshad hat anstatt des V-Schwanz hin einen klassischen Tellerschwanz. Ist eigentlich zum Jiggen gedacht. Das ist so ein klassischer, ja, so ein Stint-Imitat, so ein Jig-Köder. Also so werde ich den auf jeden Fall auch fischen. Ich habe den aber auch schon vertikal gefischt. Und ja, das funktioniert auch. Und ja, also ich denke, das wird der Köder sein, der wahrscheinlich meine Boxen am meisten füllen wird. Allen Farben. Und was da funktioniert, das kann ich euch jetzt noch überhaupt nicht sagen, weil dazu muss ich mich erstmal eintesten. So, last but not least haben wir hier noch einen, auch wieder ein klassischer Jig-Köder. Slim Jim nennt er sich. Also klassischer Tellerschwanz, dünner Körper. Also das ist so einer, den kannst du schön jiggen. Schön von der Buhne oder vom Ufer werfen. Den gibt es in 7, 10, 13, 16 cm. Ich habe jetzt hier die 10 cm Variante. Denke, damit bin ich erstmal ganz glücklich, weil ansonsten habe ich ja auch noch hier den Stapel größere, wenn ich größere Köder brauche. Goodie! So, ein Blick noch hier rein. Das war dann geil. Ich habe ja gesagt, das Thumbnail-Bild ist vor dem Regal entstanden, wo die ganzen Mobi-Köder drin sind. Und wenn ihr Mobi-Köder bestellt, werden die da aus den Boxen rausgesucht, dann für euch für den Versand fertig gemacht und verpackt. Und ich durfte gestern natürlich so ein bisschen grabbeln in den Kisten und habe mir da so ein, zwei geile Sachen noch mitgenommen. Worauf ich richtig, richtig gespannt bin, ist der hier. Der Easy Edge Shad. Ja. So, der ist hinten ganz, ganz, ganz dünn zulaufend. Oh, ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt so in der Kamera... Ihr seht, wie die zittern. Ja, ich bin so ein Zitterhannes. Ja, aber die gehen hinten so ganz schmal zusammen. Ja, ihr seht, der hängt so richtig runter. Ich glaube, wenn man den vertikal anbietet und die Masse oder beziehungsweise der Kunststoff ist halt auftreibend, ich glaube, das knallt richtig. Also ich glaube, das ist ein Köder. Den werdet ihr, glaube ich, bei mir oft in einem Fischmaul sehen. Hoffe ich zumindest. Also ich weiß es jetzt ja noch gar nicht. Ich habe den noch nie gefischt. Bin ich gespannt drauf. Finde ich geil. Habe ich gesehen. Wollte ich direkt haben. Habe ich mir hier in zig Farben auch mitgenommen. Also alle Farben, die ich da so im Regal finden konnte. Von natürlich hell bis zu grell, alles dabei. Bin ich gespannt, will ich auf jeden Fall ausprobieren. Geil auch, da freue ich mich auch drauf, bisschen Hechte ballern. Hechte im Polder, ja? Ihr kennt diese Dinger. Die gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Die heißen hier, bei Mobi heißen die Curly One. Ja? Und ja, das sind so klassisch so ein Doppel-Twister-Köder, ne? Den vorne leichter Jig drauf, beziehungsweise leichtes Bleisystem vorne drin, ja, die durch den Polder. Das klappt. Also da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Habe ich mir auch in ein paar Farben mitgenommen, finde ich geil. Werde ich ausprobieren. Jo, ansonsten auch noch ziemlich cool, ein anderer Racker-Shad. Kleine Barschköder, auch geile Farben. Das finde ich cool. Hier ist so eine Art, ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. Also entschuldige, wenn ich jetzt da die falsche Farbe nenne. Ich würde sagen Mahi Mahi oder irgendwie sowas. Also so ein lila-grün Glitzer. Und das hier natürlich so ein Ayu-Ton mit weißem Bauch. Ja, Bombe. Also das wird auf jeden Fall Fisch bringen. Ich bin da felsenfest von überzeugt. Das gibt Fisch. Ihr werdet es auf jeden Fall hier auf dem YouTube-Kanal sehen. Und weißt du was, wenn ich schneide, dann zeige ich euch das auch. Also, Gott, das gehört beim Angeln dazu. Jo, long story short, jetzt habe ich über 20 Minuten geredet. Natürlich gab es auch noch ein bisschen Merch. Ich meine, klar, ein Hoodie, damit man am Wasser nicht friert. Oh, eine geile Mütze. Es ist ja Winter. So, dass der Junge warme Ohren hat. Haben wir also auch noch mitgenommen. Und hier gibt es noch zwei Mobi-Mützen. Einmal in dem klassischen Trucker-Design, ja, weiß-schwarz. Und ganz klar, ups, die ist noch ein bisschen klein. Da steht es dann auch nochmal drauf. Zack, zack. Die Racker-Shad-Cap. Ich finde es ziemlich geil.
Ihr werdet mich mit dem Zeug am Wasser sehen. Ich freue mich auch drauf, euch am Wasser zu sehen. Ist ja immer geil, wenn man sich am Wasser trifft und nur unterhält und sagt, was so geht. Habe ich immer riesen Spaß mit. Wie ich anfangs des Videos schon sagte, wird es dieses Jahr hoffentlich viele weitere Videos geben. Es wird viel interessanten Content geben. Es gibt auch noch die eine oder andere Überraschung im Jahr. Die kann ich euch aber jetzt noch nicht verraten. Jetzt habe ich aber gesagt, die bis zum Schluss durchgehalten haben und 22 oder was sind es jetzt, fast 23 Minuten mein Gelaber ausgehalten haben, die haben jetzt die Chance, was zu gewinnen. Und zwar packe ich euch von dem jetzt was zusammen. Es gibt so eine Big Bites Spezial Movie Edition. Das haue ich euch zusammen. Ich denke, da sind mir die Otto-Jungs nicht böse. Ich kann hier ruhig auf ein, zwei von denen verzichten. Ich habe jetzt so viele, die kriege ich eh nicht verangelt. Und das machen wir. Ich packe euch ein Paket. Das bekommt ihr von mir. Und wie machen wir das Ganze? Ihr haut einfach hier unter das Video den Kommentar Marcos Mobi. Und das ganze Ding nehmen wir auch noch mit auf Instagram. Also ich nehme das Gewinnspiel auch mit rüber. Ihr könnt also hier bei YouTube den Hashtag bzw. den Satz Marc Goes Mobi unten drunter machen. Und bei Instagram machen wir es so, den Post zu diesem Video gibt es ja da dann auch. Da schreibe ich es dann nochmal in die Beschreibung. Da haut er einfach unten drunter @mobisoftspades, sodass die Jungs wissen, hey, das ihr nehmt auch an dem Gewinnspiel teil und schreibt einfach den Satz drunter, Marc Goes Mobi. Geil! Ich freue mich jetzt auf die Saison 2022. Wir werden, warte, was haben wir heute überhaupt? Heute ist Donnerstag, spätestens am Sonntag bin ich am Wasser. Da geht es das erste Mal an die Polder. Und ich glaube, die Kamera kommt einfach mit und dann schauen wir mal. Vielleicht kann der erste Wrecker oder Curly One ja schon einen Pikey ans Tageslicht zaubern. Das wäre total cool. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet, finde ich das auch geil. In diesem Sinne bin ich jetzt raus. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo dalassen, Glocke anmachen, Kanal liken oder was ihr wollt. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.